Auf meiner letzten mehrtägigen Tour war ich so unterwegs. Das E-Bike, hinten zwei Fahrradtaschen und der Fahrradanhänger. In diesem Video beschäftige ich mich mit der Frage, ob das so überhaupt sinnvoll war. Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin der Swobo und ich war vor einigen Wochen unterwegs in meiner alten Heimat im Emsland mit dem E-Bike, zwei Packtaschen und dem Fahrradanhänger. Jetzt im Nachhinein stellt sich für mich die Frage, mache ich das nochmal so wieder? Und die wird ja zuerst einmal dadurch beantwortet, was will ich überhaupt mitnehmen? Bekomme ich das, was ich da mitgenommen habe, überhaupt auch anders transportiert? Würde das gehen, wenn ich das klassisch in zwei Fahrradtaschen hinten, Packsack oben drauf, zwei Fahrradtaschen vorne unterbringe? Das will ich gleich mal ausprobieren. Aber zunächst schauen wir uns erstmal an, was ich auf der Tour im Emsland alles dabei hatte. Ja, hier vor mir habe ich jetzt mal die Sachen ausgebreitet, die ich auf dieser viertägigen Tour dabei war. Ich habe auf Campingplätzen übernachtet, darum hier das Thema Zelten, Camping, was man dafür braucht, Schlafen. Hier vorne das Thema Kleidung. Es war Ende August, war sehr heiß in diesem Sommer, darum ist das Thema Kleidung recht klein gehalten, wie man hier sieht. Ich stelle euch die Sachen noch im Einzelnen vor, was ich dabei hatte natürlich. Hier das Thema Ernährung. Ich habe selbst gekocht, hier mein Trangia, war sehr heiß, viel Wasser dabei. Und hier vorne noch das Thema Technik, halt YouTube-spezifisch, Kamera, Drohne und so weiter. Fahrradladetechnik und was ich sonst noch an Sachen dabei hatte, die ich vielleicht hätte besser zu Hause gelassen. Zunächst stelle ich euch das Thema Camping-Schlafen ein bisschen genauer vor. Was habe ich dabei? Einmal die Zeltunterlage hier, das Ground Sheet. Da passt mein ganzes Zelt gut drauf. Habe ich noch nicht so lange, bis jetzt, glaube ich, 10-mal benutzt, gute Erfahrungen gemacht, dass dann halt Feuchtigkeit, wenn der Boden feucht ist, nochmal vom Zelt ferngehalten wird. Ist recht klein, wenn man es zusammenpackt, recht leicht und war auch nicht teuer, glaube ich, gut 10 Euro. Die ganzen Sachen, die ich hier vorstelle, wo ich dazu Produktlinks habe, stelle ich dir unter dieses Video. Das sind Amazon Affiliate Links. Wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt und euch für Sachen interessiert, könnt ihr euch die dann gerne da anschauen oder auch gucken. Kostet euch ja nichts mehr. Nur so als kleiner Hinweis. Dann mein Zelt, das Black Deer, der schwarze Hirsch. Da bin ich auch super mit zufrieden bisher. Auch jetzt knapp 10-mal mit übernachtet. Hat natürlich schon ein relativ großes Packmaß. Wiegt knapp 3 Kilo das Ganze. Oder was steht hier drauf? 2,45, gut 2,5 Kilo. Als Zwei-Personen-Zelt, ihr kennt es ja nicht, ich komme da alleine gut drin unter. Und mehr würde ich da auch nicht mit reinnehmen. So groß ist es dann doch nicht. Das habe ich dabei. Dann habe ich hier diese Plastiktüte. Die habe ich dabei, sieht man auch, wenn ihr die Videos noch nicht gesehen haben solltet, halt auf meinem E-Bike-Abenteuer Emsland. Wenn das Zelt morgens noch nass ist, auch wenn es nicht regnet, gibt es ja morgens Morgentau, in diesem Sommer auch wo es so heiß war. Und das Zelt halt feucht von außen. Und wenn man sich nicht die Zeit nehmen möchte, das zu trocknen, also wenn man erst spät losfährt, 10 Uhr auf dem Campingplatz und die Sonne scheint, dann ist das kein Problem. Bis dahin ist das Zelt trocken. Aber ich fahre ja auch gerne früh los, damit ich auch längere Strecken fahren kann. Längere Tagesstrecken, habe ich halt eine Plastiktüte dabei und da kommt die Zelthaut, das Dach halt rein, weil das nass ist, damit es den Rest in der Tasche nicht nass macht. Ich will nämlich nicht, dass zum Beispiel mein Schlafsack oder so nass wird. Darum die Tasche für nasse Sachen. Dann habe ich hier ein kleines aufblasbares Sitzkissen. Das nehme ich nicht zum Sitzen, ich habe ja einen Faltsessel. Und das nehme ich dafür. So, das ist nämlich dafür, dass ich mich drauf knien kann. Ne? Ups, zeige ich euch mal eben. Und zwar, wenn ich nachts zum Beispiel aus dem Zelt raus muss, zur Toilette muss und mich sonst vors Zelt knien würde, wenn ich also rauskrabbel aus dem Zelt, will meine Knie ja nass werden. Das ist ja halt, der Boden ist feucht. Das habe ich dann im Zelt, schmeiße das davor und kann dann so da rauskommen. Dafür habe ich das oder benutze das auch sonst auf Tagestouren, wenn ich jetzt keinen Faltsessel dabei habe, auch einfach als Sitzunterlage. Wenn man so jetzt gerade im Herbst auch eine Bank feucht ist, kann man sich da gut draufsetzen. Und wie ihr seht, relativ schnell ein- und ausgepackt. Das Ganze gibt es ja auch jetzt ohne Luft zum Falten. Die Dinger kosten ja auch nur einen schmalen Taler. Aber, wie ich finde, ganz nützlich für den Zweck, wofür ich es gebrauche. Als nächstes halt meine Luftmatratze. Mittlerweile die Thermarest Trail Pro. Die habe ich jetzt noch gar nicht so lange.
Vierteljahr, glaube ich, bin ich super mit zufrieden. Mein Problem ist, ich bin Seitenschläfer und ich habe noch eine deutlich schmalere Luftmatratze vom Packmaß, die auch nicht schlecht ist, von Sea-to Summit. Die hat 6 cm Höhe, so eine Wabenstruktur, wenn die aufgeblasen ist. Ist tippitoppi, wenn man auf dem Rücken drauf liegt, ist sehr bequem, war auch sehr teuer und die war kostengünstiger. Aber diese hier ist deutlich bequemer. Die hat noch so eine Gewebebalkenstruktur in sich. Für mich als Seitenschläfer richtig bequem, dass ich, also Rückenschmerzen habe ich sonst auch nicht beim Campen, aber sonst schon in der Hüfte merkt man das schon, wenn man mehrere Tage auf dem Boden schläft. Das ist wirklich fast schon wie zu Hause schlafen. Da bin ich sehr gut mit zufrieden. Allerdings natürlich zum Preis vom Packmaß. Die ist damit deutlich größer. Und diese Wabenstruktur, die kann man halt nicht voll komprimieren. Und dazu noch dann halt einen Pumpsack zum Aufblasen. Man soll solche Sachen ja die eigentlich auch nicht mit dem Mund aufblasen, dass damit da keine Feuchtigkeit, keine Atemluft reinkommt, damit die Sachen von innen halt nicht schimmeln. Ne? Was wichtig eigentlich, steht hier drauf? Weiß ich nicht. Gutes Kilo. Dann mein Schlafsack ist der Kedo Takino. Das ist ein Daunenschlafsack, wintergeeignet. Der war für den Sommer jetzt eigentlich viel zu warm. Den kann man gut komprimieren, wie man sieht. Natürlich hätte ich einen Sommerschlafsack noch kleiner kriegen können, wenn ich den einen hätte. Ich habe noch diesen einen hier. Aber das ist auch etwas, was jetzt auf meiner Einkaufsliste steht, auf meiner Weihnachtswunschliste. Doch auch ein Sommerschlafsack, weil ich ja doch gerne solche Touren unternehme mit Übernachtung, auch im Sommer, nicht nur, wenn es kalt ist. Und darum, der war eigentlich schon viel zu warm. Ich habe von den Nächten, die ich jetzt gezeltet habe, die Hälfte in diesem Jahr auf dem Schlafsack gelegen. Ja, ich glaube 3-4 Mal bin ich auf dem Schlafsack gelegen und gar nicht im Schlafsack. Thema Feuchtigkeit am Anfang hier von dem Zelt nochmal, habe ich hier so ein kleines Tuch, Mikrofasertuch. Das nehme ich gerne, da scheiden sich wahrscheinlich gleich die Geister. Wenn ich es möglichst trocken haben will, das Zelt, dass ich morgens einmal vorsichtig rübergehe über die Zelthaut und die Feuchtigkeit da praktisch runterwische. Ich weiß, da gibt es jetzt verschiedene Auffassungen. Es gibt Leute, die sagen, das darfst du auf keinen Fall machen. Das Zelt ist imprägniert. Wenn du draußen an der Rand rumreibst, zerstörst du die Imprägnierung. Ich weiß es nicht. Bis jetzt ist es noch dicht. Ich werde euch es wissen lassen, wenn ich damit die Imprägnierung zerstört habe und es reinregnet. Ich glaube, die Nähte wären eher undicht, als dass ich da die Imprägnierung vom Zelt reibe. Bin ich auch sehr gut mit zufrieden. Dann, ich habe ja schon gesagt, ich schlafe gerne bequem. Darum hier mein Kopfkissen von Thermarest, auch komprimierbar Daunenkopfkissen. Das ist auch wirklich tippitoppi, wirklich sehr bequem. Ich hatte sonst auch schon mal so ein aufblasbares Kunststoffkopfkissen. Da schwitzt man doch sehr drauf, ich zumindest. Das ist nicht so dieses künstliche Plastikzeug da unterm Kopf. Das ist wirklich sehr gut. Das kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, von Thermarest. Die Sachen sind ja auch nicht ganz kostengünstig. Ich glaube, das hier kostet so um 40 Euro. Hat das mal gekostet, habe ich mir auch schenken lassen, mal zu Weihnachten. Und jedenfalls für Schlafen auf dem Campingplatz oder auch, glaube ich, für Leute, wenn man jetzt in eine Pension fährt und dann ist immer nur ein Kopfkissen. Wenn man ein bisschen höher liegt oder zum Lesen, kann man das auch mitnehmen. Das kann man ja auch so lassen, so als Leseknochen oder halt auseinander. Mir reicht das jedenfalls völlig aus von der Höhe im Zelt zum Schlafen. Mein Faltsessel, ich sitze jetzt ja auf dem Faltsessel, das ist neuer. Auf der E-Bike-Abenteuer Emsland-Tour habe ich mir den ja geschrottet, der ist mir ja eingerissen. Das war die 30-Kilo-Klasse, ich habe jetzt ein bisschen hochwertigeren Faltsessel. Der hat aber 4 Jahre lang seine Schuldigkeit getan, bestens mit zufrieden. Aber der gehört bei mir halt auch zum Thema Wohnen dazu. Wenn ich irgendwo ankomme auf dem Campingplatz, früher habe ich halt ganz am Anfang immer nur auf dem Kissen hier auch gesessen, im Schneidersitz auf dem Boden gesessen. Oder wenn da halt eine Sitzgruppe war, eine Bank, natürlich dann da, mache ich heute auch noch. Aber die hat man ja nicht immer irgendwo. Ne? Und wenn man zwischendurch irgendwo anhalten will, so eine feine Sache, so einen Faltsessel zu haben. Ja, das war das Thema Wohnen. Gehen wir rüber zum Thema Kleidung und Körperhygiene. Auf allen mehrtägigen Touren, die ich früher gemacht habe, habe ich immer den Fehler gemacht, viel zu viel Kleidung mitzunehmen. Diesmal habe ich mir vorgenommen, machst mal alles richtig, nimmst du nicht zu viel mit. Und das ist auch so, wie ich es auch wieder mitnehmen würde. Übrigens beim Thema Camping, Zelten, auch da kann ich nicht weniger mitnehmen. Wenn ich in die Pension schlafen würde, klar, brauche ich das alles nicht. Wenn ich auf den Campingplatz gehe, brauche ich das schon so. Ich möchte das dabei haben. Ja, jetzt Thema Kleidung hier. Was habe ich dabei gehabt? Einmal Wechselunterwäsche, Unterhemd hier, Mikrofaser hatte ich fast gesagt, Merino,
Wolle, Unterhose auch Merino und ein paar Wechsel Sportsocken. Ich habe ja unterwegs gewaschen und die Sachen dann auf dem Fahrradanhänger hatte ich mir mit Paracord so eine Wäscheleine gebastelt, dann getrocknet. Das ging auch tippitoppi, war super bei dem Wetter. Auch den mal kleine meine Radfahrhandschuhe. Das habe ich noch hier, meine Windstopperweste. Morgens, wenn es ein bisschen frisch war, über dem Fahrradtrikot. Das habe ich jetzt nicht hier hingelegt, das hatte ich ja immer an. Das musste ich dann halt auch nicht transportieren. Meine Windstopperweste hatte ich morgens an und dann ist das später im Anhänger gelandet. Dann hatte ich dabei eine Radhose zum Wechseln. Und ich hatte dabei eine Regenjacke. Die habe ich zum Glück gar nicht gebraucht. Das muss ich mal hier doch von meinem bequemen Fallsessel runter. Um die anderen Sachen zu zeigen. Meine Regenjacke, wie gesagt, zum Glück nicht gebraucht, aber sicherheitshalber dabei gehabt. Man weiß ja nie. Dann hier Kulturbeutel mit Zahnputzsachen, Brillenetui und was man sonst noch so hat, habe ich dabei gehabt. Das ist schon relativ groß, weil ich früher mit Packtaschen gefahren bin, beziehungsweise die Herausforderung kommt ja gleich noch. Ich werde ja versuchen, das alles auch in Packtaschen zu packen. Kulturbeutel, mein Erste-Hilfe-Kit für Fahrradfahrer, zum Glück auch noch nie gebraucht, aber wie heißt das so schön, besser haben als brauchen. Taschentücher kann nie schaden, eigenes Klopapier, wer bei öfter auf Campingplätzen war, ist auch nicht verkehrt, dass man welches dabei hat. Und dann hier meine Handtücher, das sind so Mikrofaser-Handtücher, zwei große und ein kleines. Ist das gleiche, was ich auch sonst zum Zelt abputzen benutze, halt zum Duschen auf dem Campingplatz. Man kann ja Frotte-Handtuch kann man schlecht transportieren, ist doch recht groß. Und die sind echt praktisch, sind auch gar nicht mal so klein. Pack mal gerne eins aus. Und die reichen, ne? Ich meine, ich bin jetzt ja auch jetzt nicht so zierlich hier. Ich habe ja schon ein bisschen Körperoberfläche, die da trocken werden will. Und da reicht aber so ein Handtuch aus. Ich habe dann, wenn eins noch nass ist vom Vortag, ich das nicht getrocknet gekriegt habe, habe ich halt zwei davon. Und da habe ich auch schon längere Touren als diese 4-Tagestour jetzt mit unternommen. Das ist überhaupt kein Problem. Innerhalb von 2 Tagen kriegt man die wieder trocken. Ja, das war das Thema Kleidung, Körperhygiene. Und da würde ich jetzt auch nicht weniger mitnehmen im Nachhinein. Die nächste Warengruppe sozusagen jetzt hier die Ernährung. Eine für mich auch nicht ganz unwichtige Warengruppe. Nicht die wichtigste, aber das ist für mich ja immer ganz wichtig. Wenn man die Videos guckt, der weiß, der Swobo hat immer die Angst zu verhungern unterwegs irgendwo. Der hat immer irgendwas dabei. Ich habe von euch ja im Vorfeld auch von einigen von euch Päckchen bekommen mit so Instant-Nudelsuppe und sowas, was ich ja gerne esse. Gerne auch schon zum Frühstück. Ja, ich mag sowas, wenn es ein bisschen würzig ist zum Frühstück. Und nochmal vielen Dank dafür. Die seht ihr jetzt hier nicht mehr, weil die habe ich ja unterwegs alle gegessen. Darum habe ich mal symbolisch sozusagen hier ein paar andere Fertigpakete hingelegt mit Fertignahrung. Ich koche auch frisch, so ist das nicht. Aber auf dieser Tour abends Nudeln mit Fertigsoße, das ist manchmal einfach auch einfach. Ja, manchmal einfach auch einfach. Klar, es ist einfach. Ist dann sozusagen kein richtiges Kochen, sondern ja, Nahrung zubereiten, irgendwas warm machen im weitesten Sinne. Aber da habe ich wenigstens sicher was, weil ich hatte auch schon Erfahrungen gemacht mit Campingplätzen. Und ich glaube, in diesem Jahr wäre es auch so gewesen. Beim zweiten Campingplatz, ich war in Haselünne, da war die Gastronomie abends zu und auf dem ersten gab es erst gar keine, auch im Ort nicht. Wäre es also auch so gewesen, habe ich zum Glück halt meinen Trank ja dabei gehabt. Was habe ich sonst noch dabei gehabt? Also die Fertiggerichte hier, natürlich meine Tippitoppi-Tasse. Und ich koche mir morgens auch gerne meinen Kaffee frisch. Und zwar keinen Instant-Kaffee, bin ich auch nicht der Fan von, sondern schönen Filterkaffee, also hier Kaffeepulver. Dann habe ich hier das Ortlieb Outdoor-Kaffeesystem. Das ist halt so ein Outdoor-Kaffeefilterhalter, wie auch immer man das nennen möchte. Und die kleinen Filtertüten Größe Nummer 1. Die reichen dann da völlig aus für ein bisschen Kaffeepulver. Dann habe ich hier, wenn ich mir was gekocht habe, meinen Teller, dass man auch vom Teller essen kann und nicht unbedingt aus dem Kochtopf essen muss. Das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht gerne aus dem Kochtopf esse. Aber ich zeige euch mal eben meinen Kochtopf. Komm schon hier, Wortfindungsstörung. Kochtopf, der ist halt beschichtet und der mag das nicht, wenn man daraus isst. Also mein Trangia-System. Ich habe ja den kleinen, den 27. Der 27er ist, der 25er ist größer. Der 27er ist das hier. Und da habe ich einmal diese Diskscheibe zum Schneiden oder auch zum Nudelwasser abkippen. Kleiner Tipp, wenn ihr sowas anschafft oder schon habt, immer das Sieb festhalten, wenn man die Nudelwasser abkippt. Ist nämlich jetzt bei der letzten Tour auch passiert, dass ich das nicht festgehalten habe. Und dann war schon Teil der Nudel mit abgekippt. Ist dann auch nicht so schön.
Da habe ich dann halt einen Löffel drin. Da drin habe ich ein Messer von Upinel hier zum Schneiden. Ups. Für das Schneidbrett dann halt. Dann der Halter für die Kochtöpfe oder für die Pfanne. Der Deckel ist ja gleichzeitig auch Bratpfanne. Dann habe ich mir so einen kleinen Küchenschwamm abgeschnitten zum Abwaschen. Ist auch super. Dann habe ich meiner Frau, ich hoffe, die guckt das Video nicht, vom Raclette-System hier diesen kleinen, wie nennt man das hier, Küchenfreund entwendet. Dann hier einen Feuerstahl zum Anmachen. Falls das mit dem Feuerstahl nicht klappt, ein kleines Feuerzeug. Ich finde das immer, hat was von Outdoor, von Abenteuer. Ich mag das halt. Darum versuche ich es immer erst mit dem Feuerstahl. In der Regel klappt das auch. Ich habe einen Gaskocher. Also was kann man da falsch machen? Einen Funken kriegt man damit schon erzeugt. Und dann meine Klappgabel. Hier der Original Trangia Gasbrenner. Kein nachgemachter. Da habe ich das Wert drauf gelegt bei Gas und sowas. Lieber auf Nummer sicher den Original gekauft von Trangia. Auch gar nicht mal so billig, aber super zum Steuern. Und dann hier meine Töpfe. Original dabei. Bei dem Dreier-Set bei mir war dieser Aluminiumtopf. Hat auch seine Dienste immer gut getan. Ist ja auch heile, deswegen habe ich das jetzt nicht geändert. Aber Aluminium steht halt auch in dem Ruf, dass es nicht gesund sein soll, wenn man sich von Aluminium ernährt. Und jetzt der Topfhalter hier. Na, komm raus. Da ist er. Und ich habe halt diesen hadronisiert, heißt das. Hadronisierten Topf. Hier sieht man noch die Spuren, als ich noch mit Spiritus gekocht habe. Dass das halt so ein bisschen anrußt hier unten. Und guck mal, da noch andere Flecken drauf. Und das hat man mit dem Gas halt überhaupt nicht. Aber das ist halt beschichtet und das mag das nicht, wenn man da drin rumkratzt. Auch nicht mit dem Löffel. Und darum halt der Teller zum Essen. Und dann halt hier Windschutz und da, wo der Brenner reinkommt. Das ist also mein Kochsystem hier von Trangia, was ich immer dabei habe. Und was auch ganz genau alles hier reinpasst. Finde ich auch ganz praktisch, dass man das Thema Kochen dann praktisch nicht zu Hause vergessen kann, weil man das alles in einem Topf dabei hat. Ich hoffe, ich kriege das auch alle wieder rein, ne? Vorführeffekt. Aber ich denke schon, das ist schon so oft da drin gewesen und wieder rausgekommen. Da habe ich überlege immer noch, ob ich mir da nicht doch mal was anderes könnte. Vielleicht eine ganz andere Firma als Trangia. Vielleicht habt ihr da auch Ideen für mich. Schreibt das unter das Video. Oder halt eine Nummer größer. Weil es ist halt so ein Litertopf. Da ist man schon beschränkt mit, ne, mit der Menge, die man da bekommt. Und zweimal eine Portion Nudel kochen dauert halt auch zweimal eine Portion Nudel kochen. Das hatte ich halt dabei. Gaskartusche. Aus den Erfahrungen mit den Touren der Electric Devils. Blende ich euch mal oben ein hier. Nee, da wird es eingeblendet. Kochen ohne Gas sozusagen. Eine Ersatzgaskartusche kann also nicht schaden. Hätte ich nicht gebraucht jetzt für 4 Tage. Hätte es die auch getan. Man hat ja so ein Gefühl dafür, wie viel Gas man ungefähr braucht. Und da komme ich sicherlich 2 Wochen mit so einer Gaskartusche. Hatte ich aber dabei, weil Anhänger, man hat ja Platz. Ne? Aber da kommen wir ja gleich zu mit dem Packen. Dann diese 1,25 Liter Sprudelflaschen mit Leitungswasser gefüllt, dass ich unterwegs halt immer ordentlich nachfüllen konnte. Und ich habe ja hinterher mal so ein bisschen überlegt und philosophiert, wie viel habe ich eigentlich getrunken. Das waren so 6 bis 8 Liter pro Tag, weil wirklich über 30 Grad. Und das war schon eine feine Sache. Und ich habe mir unterwegs in Supermärkten dann immer noch eine Flasche Mezzomix oder Cola oder irgendwas gekauft, die ich auch dabei hatte. Und darum hier nochmal eine neue Flasche, dass man da gleich beim Packen gucken kann, wie bringe ich das ganze Zeug überhaupt unter. Und dann kommen wir jetzt gleich schon hier zur letzten Warengruppe. Ja, hier jetzt noch die technischen Sachen, die ich dabei hatte. Die YouTuber-spezifischen, aber auch E-Bike-spezifischen Sachen, die ich dabei hatte und die ich zum Teil gar nicht gebraucht habe. Da fangen wir direkt mit an, hier mit meiner Drohne, mit der Mavic Mini 2. Und Drohne, Fernsteuerung, 3er Akku-Pack. Das alte iPhone 6, das ist auch schon ein bisschen dekadent, ich weiß, einfach nur als Bildschirm. Wenn man guckt, was so ein Ding früher gekostet hat. Ne? Und mittlerweile taugt es einfach nur iPhone 6 hier als Bildschirm für die Drohne zum Fliegen. Die hatte ich dabei, aber überhaupt nicht genutzt. Beziehungsweise ich habe es versucht, an Tag 1 und Tag 2 der letzten Tour Luftaufnahmen zu machen. Das war immer ein Naturschutzgebiet, Fliegen nicht erlaubt. Und irgendwann habe ich auch keine Lust mehr gehabt. Das dauert ja auch immer, das Ganze zusammenzubauen. Da bin ich schon überlegen, wirklich bei solchen mehrtägigen Touren lasse ich es einfach. Ne? Ich bin eigentlich mit meiner einen Kamera so auch ganz gut zufrieden. Und bei Tagestouren, speziell, wenn man was Spezielles zeigen will
ob man dann da fliegen darf, muss ich mal überlegen, dass ich die auch nutze. Aber so ein großer Drohnen-Fan bin ich jetzt nicht, dass man die immer ständig dabei haben muss. Dann meine Hauptkamera, mit der ich auch die letzte Tour komplett gefilmt habe, ist die einzige, die ich dabei hatte sonst, ist halt die GoPro Hero 9 Black mit dem MediaMod drumherum. Und noch technischen Zubehör, zeige ich mal eben, was man sonst noch braucht. Ich habe ja original GoPro-Stativ. Diejenigen von euch, die selber Videos machen, sowas auch haben, die werden das vielleicht schon verfluchen. Ich auch. Es hält nämlich oft gar nicht. Man will das hinstellen. Zeige ich euch mal. Und jetzt wird es wahrscheinlich funktionieren. Man verdreht das so ein bisschen in sich. Und man sieht schon, das ist ja auf dem Fuß und das ist relativ wackelig. Wenn das irgendwie windig ist oder ungerader Boden, das ist recht teuer. Ich weiß gar nicht, was das kostet. 50 Euro. Das Plastikgelumpe hier. Wenn es dann nicht richtig reingedreht ist, dann rutscht es auch sofort wieder runter. Und richtig hoch ist es ja auch nicht. Ich habe das System, hier soll jetzt keine Werbung sein, aber ich bin halt gut mit zufrieden. Von Insta360 kann man viel höher ausziehen und man kann den Fuß breit machen. Ne? Steht die Kamera. Da bin ich richtig gut mit zufrieden. Warum habe ich denn zwei Stative mit? Ist das nicht jetzt drüber, damit zwei Stativen loszufahren? Ja, kommt drauf an. Ich benutze nämlich für was anderes. Wie ihr hier oben schon sehen könnt, ist hier oben eine Aufnahme für mein Fahrradnavigationsgerät. Das ist so eine Garmin-Aufnahme. Ich habe nämlich eine Lampe, diese Fahrrad-Akkulampe von Olight. Die passt da drauf. Die hat dieses Garmin Connect-System. Und dann habe ich halt, wenn ich im Dunkeln irgendwo ankomme, ein Licht praktisch, dass ich einen Scheinwerfer habe zum Aufbauen, was ich mir irgendwo hinstellen kann. Das ist ganz praktisch dafür. Aber wofür ich es eigentlich nutze, habe ich diesmal auch gar nicht genutzt. Also die Lampe wäre über gewesen. Dann würde ich nächstes Mal trotzdem wieder mitnehmen, weil es aber praktisch ist. Wofür ich das nutze, ist für meine, guck mal hier, siehst du, hält schon wieder nicht, für meine UCO-Laterne. Ich mag nämlich gar nicht so gerne künstliches Licht. Und es ist wunderschön, romantisch auf dem Campingplatz im Dunkeln zu sitzen und bei Kerzenschein. Und diese UCO-Laterne kann man hier halt anzünden. Hier ist Glas drumherum, dass es auch windgeschützt ist. Man kann es halt unten aufmachen. Und die hat den Vorteil, dass hier unten ein Federmechanismus drin ist und die Kerze halt immer nachgedrückt wird. Also wenn die abbrennt, die brennt nicht runter. Die brennt natürlich schon runter, aber die wird dann halt nachgedrückt. Und dann habe ich hier, das ist sozusagen mein Kerzenständer dann fürs Camping. Der ist eigentlich völlig über, braucht kein Mensch, aber ich würde ihn trotzdem auch wieder mitnehmen, weil ich es halt gerne habe. Ja, waren wir bei den YouTuber-spezifischen Sachen. Für die Kamera Ersatzakkus, 3 Stück im Ladecase. Was habe ich noch? Eine Powerbank zum Laden. Dann mein Lavalier-Mikrofon. Ich habe jetzt ja hier das Rode. Rode Wireless Go 1 habe ich jetzt hier angesteckt, aber ich benutze unterwegs das Wireless Go 2, aber hätte ich auch nicht zeigen können, wenn ich es angesteckt hätte. Das Lavalier-Mikrofon, also halt ein Ansteckmikrofon mit Verlängerungskabel, dass man den Sender nicht direkt am Hals haben muss, ist auch bei schlechterem Wetter ganz praktisch, weil die Sachen sind nicht wasserdicht. Und diese hier, ich nehme immer die günstigen für 10, 12 Euro, die halten dann nicht so lange bei mir, aber kosten halt nur 10, 12 Euro und nicht das ganze Funksystem kaputt. Dann von Rode, wie erwähnt, das Wireless Go 2 hier mit Empfänger und 2 Sendern. Dann die Aufsteckpüschel, wenn man das halt direkt als Mikrofon nutzen möchte. Und auch noch von der GoPro habe ich hier das MediaMod, den Mikrofonpüschel, wenn man das jetzt ohne externes Mikrofon benutzen möchte. Ich mache das ja mit externem Mikrofon, halt mit dem Funkmikrofon. Und dann sieht das so aus, dass der Empfänger kommt natürlich an die Kamera. Ist übrigens, zeige ich auch mal gerade, was daran auch wieder ungünstig ist. Relativ gut wäre, wenn man den hier oben aufstecken würde. Dann kommt man aber nicht mehr gut an den Auslöser, dass man aufnehmen möchte. Also stecke ich den immer hier dran. Das ist so ganz gut, bloß wenn es tröpfelt, regnet es immer direkt in die Anschlüsse rein. Ich weiß, da gibt es so Silikoncases für, muss ich mir noch besorgen. Weil das ist sowas, das Ganze ist ja eh nicht wasserdicht, soll man jetzt im Regen ja nicht benutzen. Aber ab und zu tröpfelt man es ja auch so ein bisschen. Und dann würde ich doch noch damit filmen und tue ich ja auch. Und da muss man dran arbeiten. So sieht das dann aus, wenn ich filme. Dann habe ich natürlich einen Ladestecker dafür dabei, USB. Und diverse USB-Kabel von Rode halt für die einzelnen Teile. Dass man die einzeln laden kann an der Powerbank, am Ladestecker. Und das hier ist noch für mein Smartphone. Die Halterung fürs Fahrrad, habe ich am Fahrradlenker. Dieses Quick-Mount-System. Da muss man halt praktisch, ich habe das Handy jetzt gerade nicht, hier kann ich euch im Moment nicht zeigen.
Die Schutzhülle gewechselt, ist in der Schutzhülle hier drin, da kann man es direkt aufklicken und abmachen. Und das ist halt so YouTuber-spezifisch, was man halt nur mithaben muss, wenn man filmen möchte. Aber wie ihr seht, ist das auch schon nicht wenig. Ne? Das sind diese Sachen hier. Was habe ich noch technisch dabei gehabt? Das 6 Ampere Schnellladegerät von Bosch halt für mein Fahrrad. Ich habe ja einen 625 Wattstunden Akku. Für die Tagesstrecken, die ich jetzt gefahren bin, waren immer um gut 100 Kilometer, 120 Kilometer Tagesstrecken, war das dann völlig ausreichend. Akku also nie leer gefahren, immer noch ordentlich was drin gehabt. Eine Restreichweite. Dann hier das Ladegerät. Was ich sinnloserweise dabei hatte, würde ich jetzt auch so nicht wieder mitnehmen. Ich habe ja einen Typ 2 Adapter, dass ich an Autoladesäulen laden kann damit. Habe ich mal ein Video zugemacht, wenn euch das interessiert. Darf man das nicht? Ich habe es halt dabei gehabt, ich habe es auch nicht gemacht. Sinnvoller gewesen wäre, wenn ich einen CE-Stecker dabei gehabt hätte für den Campingplatz, weil auf dem Campingplatz gibt es keine normale Schuko-Steckdose. Weiß ich eigentlich auch. Jetzt frag mich mal, warum ich den eingepackt habe. Kann es im Nachhinein nicht beantworten, war aber so. Wo wir bei Sachen sind, die ich nicht wieder mitnehmen würde, ist das hier. Das ist eine Fahrradgarage. Hatte ich auch dabei jetzt, das Fahrrad einzupacken, falls es geregnet hätte. Regen war eh nicht gemeldet, wusste ich ja vorher. Oder als Sichtschutz auch, dass man da nicht sieht, was für ein Fahrrad man da hat, wie auch immer. Ich habe es halt eingepackt und das ist auch schon jetzt so, wenn man so einen großen Fahrradanhänger hat und der Kalle hat 92 Liter Volumen, dann packt man ein, was man so zu packen kriegt. Und die Fahrradgarage würde ich jetzt so auch nicht wieder mitnehmen. Die war dabei. Was ich immer dabei habe, und das will ich auch immer mitnehmen, ist ein Regenschirm. Ganz stinknormaler Regenschirm. Wenn es richtig malmt, Regenjacke ist sehr gut und schön. Aber Regenschirm hält den Regen halt komplett von einem fern. Kann man sich irgendwo hinsetzen, beim Fahren natürlich nicht. Regenschirm ist immer gut. Dann Thema Regen. Mein Fahrradhänger, der Kalle, zeige ich euch gleich noch ein bisschen näher, ist nicht wasserdicht. Ne? Der braucht halt eine eigene Regenjacke. Die ist hier drin. Wenn man den Fahrradanhänger dabei hat, dann muss auch die Regenjacke dabei sein. Was der Kalle von sich aus auch nicht hat, also Kalle heißt mein Fahrradanhänger, ist das Rücklicht. Habe ich hier, kann man glaube ich sehen, ne? 2 LED-Rücklichter. War auch ein Tipp von euch, hat mir jemand in den Kommentar geschrieben, hier guck mal hier, diese Rücklichter, ich habe den Anhänger auch, kann man dann nehmen. Und da bin ich ganz dankbar für, Dankeschön nochmal für den Tipp, habe ich mir sofort bestellt, kann man hinten reinstecken und dann habe ich 2 Rücklichter am Anhänger. Man braucht laut Straßenverkehrsordnung bei der Anhängerbreite nur einen, aber ich habe trotzdem mir gleich 2 bestellt, war glaube ich auch sowieso ein Doppel-Z. Wunderbar. Und ich habe eine Ersatzsteckachse mit Ersatzkupplung für den Hänger dabei, weil da ist ja schon ordentlich Gewicht drin und die ist ja nicht so dick und ich traue dem Braten nicht. Das ist jetzt so ein Einteil-Kupplung, die ich am Fahrrad habe, aus Edelstahl, aber ich habe dann doch schon Bedenken, wenn ich mal irgendwie über eine Wurzel fahre oder auf dem Radweg irgendwas ist und ein richtiger Schlag drauf kommt, dass es knack macht und dann stehe ich da unterwegs und darum, das wiegt ja auch nicht, das ist auch nicht groß. Die Sachen habe ich auch dabei. Und natürlich meine Tüte hier, liegt da unten im Anhänger drin. Liegt da auch immer drin, jetzt nicht nur auf Radreisen. Oh. Egal. So, keiner gesehen. Dann ein bisschen Paracord, also Nylonschnur, die ich dann auch als Wäscheleine benutzt habe, um irgendwas festzumachen. Kandisha, ein bisschen was dabei zu haben. Und natürlich zum Anzünden für die Laterne Streichhölzer. Ja, was hatte ich noch dabei? Eine Stirnlampe, die nehme ich nachts im Zelt als Zeltbeleuchtung. Auf dem Kopf tue ich die mir eigentlich nicht. Also Campingplätzen ist eigentlich auch hell genug. Aber sonst, wenn man im Dunkeln unterwegs ist, natürlich auch ganz praktisch eine Stirnlampe. Aber die hänge ich mir oben ins Zelt, beziehungsweise das Zelt, was ich jetzt habe, hat oben so ein Netz. Kann man die da reinlegen, hat man ein bisschen schummeriges Licht von oben. Kerze wäre natürlich schöner, aber im Zelt, na, natürlich kein Thema. Dann Fahrrad. Die Kette zum Abschließen habe ich in dem Fall jetzt ja bei der Tour den Kalle, den Fahrradanhänger, am Rad mit festgemacht. Dass es zumindest laut gerappelt hätte, wenn da jemand versucht, das mitzunehmen. Und dann mein Flickzeug. Die das Video gesehen haben, wissen ja, ich habe nur Flickzeug für mein Fahrrad dabei, beziehungsweise Ersatzschlauch, aber nicht für den Kalle. Ich hatte unterwegs ja einen Platten. Mittlerweile habe ich aber auch einen Ersatzschlauch für den Fahrradanhänger dabei. Ja, liebe Leute, das sind die Sachen, die ich auf der letzten Tour dabei hatte. Und jetzt packe ich das Ganze mal so, wie ich es gepackt hatte auf der Tour. Und danach packe ich es einmal so, wie ich es klassisch packen würde, wenn ich also ohne E-Bike mit einem normalen Trekking-Reiserad unterwegs bin, nur mit Packtaschen. Ja, so sieht der Kalle leer von innen aus. Und der Kalle hat 92 Liter Ladevolumen. Und als erstes lege ich unten immer rein hier
die plane fürs Zelt, wenn ich das einpacken muss. Und die schweren Sachen packe ich nach hinten, weil hinten ist ja die Achse. Und ich blende euch mal eben das Video ein, wo ich den Anhänger vorgestellt habe, dass es halt Sinn macht, um die Stützlast am Rad nicht so hoch zu haben, die schweren Sachen auf die Achse zu laden. Ist ja eigentlich auch klar, wenn man darüber nachdenkt, muss man aber auch machen. Dann, also Zelt ist drinne, kommt jetzt hier meine Luftmatratze, mein Schlafsack. Und da seht ihr, wie schnell 92 Liter sich auch schon füllen können. Dann kommt hier hinten drauf mein Faltesessel, mein kleines Sitzkissen, hier mein Kopfkissen, der Trangia, die Ersatzgaskartuschen. Habe ich nach unten gepackt, auch wegen der Hitze und der Sonne, dass es nicht, dass sie nicht unbedingt heiß werden. Dann das Ladegerät, und ich hatte ja, wie gesagt, den Typ 2 Stecker dabei. Würde ich jetzt nächstes Mal nicht nochmal so machen. Das Fahrradschloss, meine Drohne, die Fahrradgarage, die ich nicht wieder mitnehmen würde, die Regenjacke für den Kalle, muss dabei sein, mein Regenschirm, dann noch gut 2 Liter Wasser, die Colaflasche und die Regenjacke. Und das war es jetzt schon hier bei Kalle. Hier jetzt ein Blick in meine leere Fahrradtasche, ist die Falk Pro von der Firma Falkenthal. Vorteil zu Fahrradtaschen, die ich vorher hatte. Vorher bin ich mit den Ortlieb Beckrollern unterwegs gewesen. Die haben 20 Liter Ladevolumen pro Tasche und die haben 26 Liter. Kriegt man zum einen mehr rein und zum anderen habe ich hier die Möglichkeit, halt, dass ich innen halt noch ein Netz habe. Das hat die Ortlieb auch, aber ich hier noch eine gepolsterte Tasche habe, wo ich dann halt gerne sonst auch bei Tagestouren die Drohne reinpacke. Jetzt ist die ja im Kalle bei dieser Tour gewesen, aber wo ich halt die Sachen halt ein bisschen sortierter unterbringen kann. Und wie gesagt, 6 Liter mehr pro Tasche ist ja auch schon was. Da mein Klopapier, mein Taschentücher und mein Erste-Hilfe-Set. Und in die Tasche hier kommen die Bekleidungssachen rein. Kulturbeutel braucht man sowieso erst abends auf dem Campingplatz, der kann ganz nach unten. Radhandschuhe habe ich ja normalerweise an oder sonst, wenn ich einkaufen bin, halt auch in der Tasche. Die Windstopperweste, die Handtücher, die Ersatzradhose. Ich hatte nur 2 kurze Hosen, ich hatte keine lange dabei, auch keine Freizeithose oder sonst was. Ein paar Ersatzsocken, eine Ersatzunterhose und ein Ersatzshirt. Wie man sieht, ist ja noch ordentlich Platz in der Tasche. Zum Einkaufen zum Beispiel kann man noch Platz benutzen, aber in der Klamottentasche habe ich auch immer sonst meine Technik-Sachen drin. Und zwar die Kamera, Ersatzakkus, was ich euch gezeigt habe, hier Mikrofonzubehör. Und das alles, die Kamera selber, habe ich vorne auch in der Lenkertasche, das habe ich auch hier drin. Und damit habe ich das Volumen nicht ausgenutzt, aber muss ja die Tasche auch nicht ganz vollpacken. Und das ist halt, wenn man der Vorteil, wenn man Anhänger hat, man kann viel mehr Sachen mitnehmen. Hier jetzt meine andere Fahrradtasche, die ich auf dieser Tour hauptsächlich halt dann für Nahrungsmittel und sowas mitgenommen habe. Hier vorne mein Kaffeefiltersystem, dass das morgens immer griffbereit war, dass ich weiß, wo es ist. Dann mein Kaffee, Geschirrhandtuch, meine Tipi-Topi-Tasse, und da passt auch genau der Multigewürzstreuer rein. Dann umweltfreundliche Spülmittel, mein Teller. Ein paar Fertignahrung, meine Kerzenlaterne und die Halterung dafür. Und hier sieht man auch noch richtig viel Platz in der Tasche. Ich hatte natürlich auf der Tour selber jetzt viel mehr Sachen zum Essen noch dabei. Und da war es also alles ein bisschen voller, aber im Prinzip bin ich mit 2 halben leeren Taschen rumgefahren. Da hätte man auch genauso gut nur eine nehmen können, aber ich dachte mir, zum einen sieht es besser aus. Nein, Quatsch. Aber wenn man einkaufen geht oder sonst irgendwie, ist das schon ganz praktisch, wenn man ein bisschen mehr Luft hat, und darum hatte ich halt auch beide Taschen dabei. Mein Werkzeug habe ich immer hier griffbereit, außen in der kleinen Seitentasche hier an der Fahrradtasche. Gibt es an jeder Seite. Das ist auch ganz praktisch bei diesen Fahrradtaschen, dass es halt immer griffbereit ist. Was ich fast vergessen hätte, aber auch dabei hatte, war mein Drehmomentschlüssel. Ich hatte unterwegs ja auch noch bei der letzten Tour mein Griff hier wieder festgemacht. Der war mir ja abgefallen, aber der passte auch noch gut in die Tasche rein. Ja, so war ich unterwegs auf der letzten Tour. Und jetzt packe ich das Ganze wieder aus und packe das mal klassisch aufs normale Rad. Kein E-Bike, in 4 Packtaschen und einen Packsack.
mit dem Anhänger und den Falk Pro Taschen hatte ich gerade 144 Liter Ladevolumen zur Verfügung. 92 Liter im Anhänger und jeweils bis zu 26 in der Fahrradtasche. Das reduziert sich jetzt, nämlich meine normalen, hätte ich fast gesagt, meine alten Fahrradtaschen von Ortlieb hier. Und die sind deutlich kleiner. Einmal die Backroller mit jeweils 20 Litern Ladevolumen, die Backroller Classic. Dann die Frontroller mit jeweils 12,5 Litern Ladevolumen. Und ich habe einen Ortlieb Packsack mit 22 Litern, sind 87 Liter. Da muss man ein bisschen Kopf rechnen. Das dürften dann, wenn ich richtig gerechnet habe, 57 Liter weniger Ladevolumen sein. Gut, ich hatte die Taschen jetzt ja auch nicht vollgepackt. Und ich brauche natürlich einige Sachen nicht. Ich werde nicht einpacken hier das Regencover fürs Rad. Die Fahrradgarage werde ich nicht mitnehmen. Wenn ich keinen Fahrradanhänger mit habe, brauche ich auch keine Regenjacke für den Fahrradanhänger. Wenn ich keinen Fahrradanhänger mit habe, brauche ich auch keine Ersatzachse und keine Rücklichter. Wenn ich kein E-Bike mitnehme, brauche ich auch kein Ladegerät. Und den Typ-2-Adapter brauche ich ja sowieso nicht. Aber ersatzweise hätte ich dann ja einen CE-Adapter für den Campingplatz dabei. Den würde ich jetzt doch vielleicht sogar mitnehmen, habe ich jetzt nicht hier, weil ich muss da irgendwann auch mal die Powerbank nachladen. Beziehungsweise, das kann man ja auch im Waschhäuschen machen. Egal, wir fangen mal an. Als erstes sozusagen das Schlafzimmer zu verpacken. Ich habe dann die Taschen gerne sortiert, auch nach Themen, so wie ich die auch hier jetzt sortiert habe. Und da würde ich als erstes einpacken jetzt hier meine Luftmatratze. Jetzt eine Backroller-Tasche, also 20 Liter mögliches Ladevolumen. Da muss ich mal gucken, da wird es schon knubbelig. Aber ein Daunenschlafsack ist ja komprimierbar, da muss er jetzt durch. So, das sieht bis jetzt so aus. Da ist oben noch Luft drin, das ist gut, weil da kommt jetzt noch rein mein Sitzkissen zum Aufblasen und mein Kopfkissen. Das hat sich hier schon wieder selbst entfaltet. Also mal gucken, wie rum ist richtig, andersrum. Dass ich mal eben wieder komprimiere. Bei diesen Daunensachen natürlich und Outdoor immer so eine Sache, man muss schon aufpassen, dass die nicht feucht werden. Das mag Daunen nicht, wenn die feucht wird, dann wird die klumpig, dann geht die nicht mehr richtig auf. Daune braucht ja immer auch einen Moment, bis dann richtig hochgegangen ist, bis das dann richtig sein Volumen hat, das Kissen oder auch der Schlafsack. So, der kommt jetzt auch mit hier rein. Und dann ist in dieser Tasche, würde ich mal sagen, das Thema schon beendet. Ein bisschen komprimieren. Sind die ersten 20 Liter schon gepackt. So, weiter mache ich dann erstmal mit dem Packsack und in meinem Zelt. Das mache ich gerne so, dass da ganz unten die Folie reinkommt. Und dann das Zelt. Da ist noch ordentlich Platz an der Seite. Das ist tippitoppi. Dann passt da der Stuhl nämlich auch noch rein. So. Jetzt ist hier oben auch noch Luft. Ich habe das vorher jetzt nicht ausprobiert. Ich war mit dem Ding, mit dem Zelt ja so auch nicht unterwegs. Da passt der Trange ja auch rein. Ne? Weg ist es weg. Das ist doch gut. Einrollen. 22 Liter weg. Dann nehmen wir mal die nächste Backroller-Tasche. Vielleicht brauche ich ja gar keinen Frontroller. Das ist klassisch mein Kleiderschrank. Die andere Seite Backroller-Tasche. Die Regenjacke. Handtücher. Na komm her. Unterwäsche, Ersatzhose, Windstopperweste, Erste Hilfe kommt vorne rein, dass es griffbereit bleibt, Klopapier, was ich eigentlich gerade noch unterschlagen hatte, vorhin auch meine Luftpumpe habe ich natürlich auch dabei. Die war noch in der Tasche ganz unten drin, darum hatte ich die jetzt gar nicht hier mit ausgebreitet. Dann Zahnputzsachen und so weiter, Taschentücher. Und da ist noch Luft drin. Ich würde natürlich auch nicht jede Tour nur mit einer kurzen Hose und einem Ersatzhemd machen. Da ist jetzt noch ordentlich Platz drin. Das wäre aber dann sozusagen mein Kleiderschrank in dieser Tasche. Kommen wir hier zum
zur Küchentasche. Trangia habe ich jetzt ja schon mit in den Packsack reinbekommen. Das ist tippitoppi. Mein altes Zelt hatte wohl ein größeres Packmaß, dass das da nicht so gut reinpasst. Da bin ich ja echt gut mit zufrieden, dass das so geht. Das heißt, ich brauche das jetzt ja hier gar nicht vorne unterbringen. Das heißt, ich kann die Sachen da ja locker reinwerfen. Das passt ja garantiert in die 12,5 Liter. Kaffeetasse. So, Putzlappen. Das ist hier auch noch das Thema Küche. Die Sachen brauchen ja nicht mit. Ihr seht noch ordentlich Platz. Da würde ich jetzt auch noch an der Seite eine Flasche Wasser reinstellen. Dann habt ihr noch Platz zum Einkaufen. So. Frontroller 1. Und Frontroller 2 ist klassischerweise meine Techniktasche. Hier ist auch eine Flasche Wasser mit reinpacken. Dann meinen Drehmomentschlüssel, die Luftpumpe, das Flickzeug, Fahrradwerkzeug, mein Erste-Hilfe-Set. Die Sachen müssen ja nicht mit. Das Schloss, die Kette bzw. die Kette, das Paracord. Die Stirnlampe, die Kerzen, der Kerzenständer, meine UCO-Laterne. Boah, passt da auch super rein. Jetzt habe ich noch ein paar Sachen hier liegen. Das ist kein Problem. So, nehme ich nochmal das Schlafzimmer. War bei der anderen Tasche gerade ja auch so beim anderen Packsystem. Ich würde jetzt in dem Fall die Drohne, wenn ich sie mitnehmen würde, würde ich mir jetzt aber nächstes Mal gut überlegen, wirklich, was ich damit filmen möchte und wann. Die technischen Sachen für die Videoaufnahme auf jeden Fall auch mit ins Schlafzimmer rein. Dann habe ich das ja schon fast, ne? In die Techniktasche kommt auch der Regenschirm. Auf, der passt da auch noch rein. Und so habe ich das immer schön sortiert und griffbereit, dass ich dann weiß, was ich wo habe. Und ich packe natürlich sonst ordentlicher. Nein, ich bin nicht so ein ordentlicher. Ich schmeiße die Sachen wirklich so rein. Ich weiß, in welcher Tasche ich sie habe. Und muss natürlich auch gucken, vom Gewicht her immer, dass die möglichst gleich sind. Darum auch jetzt in jeder Tasche hier eine Flasche Wasser drin. Die GoPro kommt vorne mit in die Lenkertasche. Elektrozeugs brauchen wir nicht. Die Colaflasche ist jetzt über. Aber ich habe für mein normales Trekkingrad ja auch noch eine 1 Liter Flaschenhalterung, die ich untermontieren kann. Das wäre also auch kein Problem. Ja, packe ich die Tasche mal aufs Rad. Ja, liebe Leute, und so sieht das Ganze dann auf meinem normalen Trekkingrad, das ich halt zum Reisen sonst auch benutzt habe in der Vergangenheit, aus. Zwei Frontrollertaschen, meine Lenkertasche wie am E-Bike auch, Backrollertaschen und der Packsack, und passt auch alles rein. Die eine Colaflasche ist untergeblieben. Ich habe halt hier noch so ein Unterbausystem, wo man Literflaschen unterbringen kann, wenn man wirklich mit 3 Litern unterwegs sein will. Habe noch Luft in den Packtaschen. Und das geht genauso gut. Und wenn ich das jetzt so sehe, habe ich richtig Lust, gleich hier loszuradeln. Und ich denke mir, dann wird es jetzt auch Zeit für mein Resümee des Ganzen. Ich habe ja begonnen das Video mit, ich habe diese Tour mit E-Bike und Fahrradanhänger unternommen. War das denn so richtig für mich? Welche Lehren ziehe ich daraus? Mache ich das in Zukunft auch so? Oder mache ich das in Zukunft wieder klassisch sozusagen einfach so? Ja, ich habe auf die Frage, die ich mir selbst gestellt habe, eigentlich jetzt keine schwarz-weiß
Antwort gefunden, wie so oft im Leben. Die juristisch korrekte Antwort ist immer, kommt drauf an. Es gibt kein Schwarz-Weiß, kein Ja, Nein. Wenn ich also Touren mit zum Beispiel mit unserer E-Bike-Gang, mit Electric Devils Unternehmer, wo auch Leute von euch ja mitfahren, demnächst haben wir ja auch unsere erste gemeinsame Tour, dann ist das natürlich eine E-Bike-Gang in Anführungsstrichen. Da fahren wir natürlich auch mit dem E-Bike, die ist jetzt nicht mit Übernachtung, aber auch mit Übernachtung will ich die natürlich mit E-Bike fahren und in der Regel dann auch mit dem Kalle hinten dran, dann kann man auch Grillfleisch mitnehmen. Und Getränke und so weiter ist dann ja ein Overnighter bis jetzt immer gewesen, beziehungsweise wir haben bisher nur eine solche Tour gemacht. Die will ich natürlich immer so machen. Wenn ich eine Tour unternehme in Pension, wenn ich jetzt eine Radreise oder Wochenende mit meiner Frau zusammen unternehme, dann würde ich das auch mit dem E-Bike machen. Sie fährt auch E-Bike. E-Bike hat halt einen großen Vorteil, man muss sich nicht so anstrengen. Ja, klar, man muss sich schon ein bisschen anstrengen, aber es ist natürlich deutlich einfacher, mal ein bisschen mehr Reichweite, ist halt bequemes Fahren. Wenn ich eine mehrtägige Tour mache, wie jetzt die letzte Tour, die ich gemacht habe, E-Bike Abenteuer Emsland, würde ich in Zukunft das, beziehungsweise die nächste werde ich auch gezielt so machen, mehrtägige Tour. Mit Zelt werde ich so unternehmen. Wieder mit dem normalen, in Anführungsstrichen, Biobike, wie auch immer ihr das nennen wollt, mit dem normalen Fahrrad halt, ohne elektrische Unterstützung, ohne Anhänger, einfach Packtaschen drauf. Warum? Zum einen, weil ich da Bock drauf habe und zum anderen Reichweitenangst. Wort, was ihr vielleicht vom Radfahrer so noch nicht gehört habt. Reichweitenangst heißt, mein Akku ist irgendwann zu Ende und ich muss an die Steckdose. Bei der Emsland-Tour war es jetzt kein Problem. Ich bin auf Campingplätzen gelandet, habe in den Waschhäuschen geladen. Aber man muss ja auch nicht immer auf Campingplätzen landen. Das geht ja eigentlich auch nur praktisch in der Saison, wo die offen sind, dass ich auf dem Campingplatz kann mit meinem Zelt. Und ich bin halt darauf angewiesen, dass ich abends an einer Steckdose lande. Wenn ich jetzt eine Tagestour unternehme mit dem E-Bike, ist das nicht das Problem. Kann ich dann abends zu Hause laden oder wenn ich in Pensionen übernachte, ist das nicht das Problem. Kann ich dann da laden, aber unterwegs ist es doch immer, es ist im Kopf halt drin. Auch wenn ich weiß, ich lande auf dem Campingplatz und auch wenn ich den vorher buche und da sind CE-Stecker, dann habe ich ihn vorher gebucht. Ja, kann man machen. Ist nicht meins, fühle ich nicht. Also ich möchte gerne, was heißt richtiges Abenteuer? Man ist das jetzt ja auch nicht. Ich fahre jetzt damit jetzt ja nicht in den Dschungel. Aber für mich dann irgendwie schon, gehört das doch zu diesem Freiheitsgefühl, wenn ich mit dem Rad losfahre, dazu dann auch wirklich frei zu sein. Das bin ich mit dem E-Bike nicht. Definitiv, ich muss immer in eine Steckdose oder ich fahre ohne Unterstützung. E-Bike-Abenteuer Münsterland, könnt ihr hier gucken auf meinem Kanal, blende ich euch eben ein. Bin ich 92 Kilometer von 150 Kilometer ohne Unterstützung gefahren. Ging auch mit dem Kalle. Aber dann brauche ich mir auch nicht ein 30 Kilo Elektrofahrrad voll Anhänger schnallen. Nee, ich möchte es nächstes Mal wieder wirklich klassisch machen, dass es wirklich scheißegal ist auf gut Deutsch, wann ich wo abends ankomme und nächsten Morgen nicht mit einem leeren Akku da sitze. Bei einer mehrtägigen Tour jedenfalls. Und wie man sieht, das Gepäck kriege ich auch so auf die Packtaschen. Kann natürlich dann sein, dass ich die von Falkenthal nehme, da bekomme ich jeweils noch 6 Liter mehr rein. Muss natürlich auch gucken, was darf man zuladen auf so einem Gepäckträger und überhaupt Systemgewicht Fahrrad. Ich bin ja auch so ein bisschen pummelig. Ne? Das muss man natürlich alles mit einberechnen und man kommt natürlich nicht so weit. Ich jedenfalls. Dann sind dann so 100 Kilometer wahrscheinlich Tageslimit. Aber es reicht ja auch völlig aus. Ja, liebe Leute, das ist also meine Erkenntnis aus der ganzen Geschichte. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht, das jetzt ja mal zu sehen, was ich so alles mitnehme. Und bin auch gespannt auf eure Kommentare, was ihr sagt. Ob ihr sagt, ja, ist eigentlich eine gute Idee, das habe ich noch nicht mitgenommen, würde ich nächstes Mal auch mitnehmen. Oder warum tust du dir das an und nimmst das ganze Gelumpe mit? Was anderes würdest du ja auch tun. Bei der Luftmatratze habe ich ja schon gesagt, ich habe auch deutlich kleinere. Ich weiß auch, dass es dann noch deutlich kleinere gibt, auch Zelt. Das sind alles so Themen, ist auch mal eine Preisfrage, wo man da landen möchte, was man da mitnehmen möchte. Ich bin mit den Sachen, die ich jetzt habe, da gut zufrieden. Ist für mich bequem, der Komfort muss sein, darum kommt das so mit. Und wie gesagt, ich bin gespannt auf eure Kommentare. Also seid also nicht zurückhaltend, schreibt mir fleißig was hier unter das Video. Wem es gefallen hat, der lässt auch bitte einen Daumen nach oben da. Und wenn noch nicht hat, gerne meinen Kanal abonnieren. Auch meinen Live-Kanal gibt es aktuell jetzt hier Herbst, Winter, alle 3 Wochen mich auch mal live zu sehen. Und demnächst auch noch in einem ganz anderen Format auf Twitch. Aber da benachrichtigen wir euch dann, wie es da weitergeht. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Alle Jute. Euer Swobo. Tschüss.